Herzlich willkommen zu VfR Garching TV. Heute mit Sebastian, die Nummer 1, während Wachi zurzeit ja nicht da ist. Sebastian, wie hast du das Jahr 2013 erlebt seit dem Sommer? Ja gut, ich trainiere schon seit mittlerweile fast 2 Jahren beim VfR Garching mit. Ich kannte die Truppe schon und bin dann letztendlich diesen Sommer dazugestoßen, fest war spielberechtigt, mit der Absprache, dass eben Stefan Wachi ab Mitte der Vorrunde weg ist. Und es war so abgesprochen, dass ich dann ins Tor wechsle. Wir haben dann zu dem Zeitpunkt, 3 Wochen vorher, wo der Stefan nämlich da war, habe ich dann bei der 2. gespielt, um wieder reinzukommen. Training ist was anderes wie Spiel, wie wir alle wissen. Und habe mich da über gute Leistungen schon ganz gut präsentieren können bei der 2. Mannschaft und war dann eigentlich topfit beim ersten Spiel. Dass wir dann leider 2-1 verloren haben in der letzten Minute in Rosenheim. Und ja, aber bin ganz gut reingefunden und die Jungs haben es mir auch dementsprechend leicht gemacht in der guten Abwehr vor mir. Okay, ich meine, deine Leistung war ja jetzt sehr gut, muss man sagen. Stefan wird es ja, schätze ich mal, ein bisschen schwer haben. Spekulierst du jetzt auf die Nummer 1 für das Jahr 2014 oder wo soll es hingehen? Ja, natürlich. Also ich freue mich zum einen auf eine gute Vorbereitung. Die Mannschaft kann befreit aufspielen und das werde ich dann auch für mein Torwartspiel natürlich mitnehmen. Es wird sicherlich noch die ein oder andere Aussprache unter Anführungsstrichen geben. Ich werde mich weiterhin gut präsentieren, mache mir aber keinen Druck und will selbstverständlich spielen und so oft spielen, wie es geht. Und wie ist es jetzt für dich, sage ich mal, mit Daniel und Eddie als Trainer und Co-Trainer? Wie haben die sich jetzt da aufgrund, dass ihr jetzt aufgestiegen seid in der Bayernliga, haben sie sich verändert oder sind die genauso wie vorher in Anführungszeichen? Nee, also ich glaube, davon wäre jetzt auch keiner ausgegangen und davon kennen wir ja die Typen zu gut. Nein, überhaupt nicht. Also weder die Trainer noch Spieler. Also ich meine, alles ist beim Alten geblieben. Wie gesagt, ich kannte das Team schon aus Landesliga und sogar zu Bezirksoberliga-Zeiten noch und da blieb einfach jeder gleich lustig und haben sich überhaupt keine Veränderungen getan. Und Daniel, ich meine, am Spielfeldrand hört man ja meistens sehr lautstark manchmal bei manchen Spielen. Ist er dann in der Kabine oder auch während des Trainings genauso oder ist er da eher zu euch anders, ruhiger? Wie ist er da? Ich denke, er trifft den Ton immer ganz gut, also wie die Mannschaft gerade drauf ist. Damit meine ich, dass er eben reinhackt, wenn es wirklich nicht passt, von der Lautstärke, von der Intensität her. Aber gibt auf der anderen Seite auch qualitative Tipps, die nicht lautstark sind, aber die einfach zielgerichtet sind. Und ich denke, da hat er ein ganz gutes Händchen für, um zu wissen, okay, wie braucht die Mannschaft, welchen Tipp braucht sie jetzt, wie muss sie auch wachgerüttelt werden oder wie muss sie einfach nur gecoacht werden von der Seite. Und was meinst du, ich meine, jetzt sind wir momentan in den vorderen Rängen, sage ich jetzt mal, wo geht es da mit dem VfR Garching 2014 hin? Ja, also wir haben natürlich bis vor ein paar Spielen oder vielleicht auch immer noch nach unten geschielt und geschaut, okay, wir wollen einfach jeden Punkt, jede Serie mitnehmen, jeder Punkt, den wir machen können, der ist gut für uns. Und ich denke, so werden wir auch starten, aber natürlich können wir ganz befreit aufspielen. Und ich denke, das tut der doch jungen Mannschaft auch gut jetzt und vielleicht kann sich der eine oder andere noch mehr entwickeln, wenn er den Druck mehr hat. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass 2 Langzeitverletzte wieder zurückkommen, ein Felix Pichler wieder zur Mannschaft zurückstößt, der auf Weltreise war. Und ich glaube, da kommt auch ein neuer Wettbewerb nochmal rein, sodass sich der Druck von der Tabelle vielleicht her mehr teamintern aufbauen wird. Und ich denke, das wird eine ganz spannendes neues Jahr, wo wir weiterhin tolle Spiele sehen werden. Zum Schluss, bevor ich mich von dir verabschieden möchte, kann man schon gratulieren zum Klassenerhalt? Ja, also ich denke, solange das rechnerisch noch irgendwie möglich wäre, wäre das alles zu früh. Wir wissen, dass wir gut dastehen. Wie gesagt, wir nehmen die Punkte mit, die wir holen können. Und dann, wenn es wirklich rechnerisch nicht mehr machbar ist, dann lassen wir uns gern gratulieren. Aber alles davon ist zu früh. Wunderbar. Vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest. Dankeschön. Ciao. So.